christlichen Motiven auch sehr geliebt. Ich kann mich gut erinnern, dass konnte mir meine Taufnamen wählen, habe ich mir natürlich gewählt Peter Paul Rubens. Was du so sprichst, der Mensch geordnet war, ist dir in alten Sprachen fest verordnet. Paris an einem Dienstag. Wir sind in der europäischen Metropole angekommen. Er, Ernst Fuchs, wird noch erwartet. Was du so sprichst, geehrter Mensch, geordnet ist dir in alten Sprachen fest verordnet. Wir sind gespannt, welche Wirkung die Stadt von heute auf ihn ausübt, in der er einen Teil seiner jungen Jahre verbracht hat. Die 50er Jahre in Paris. Der 20-jährige Ernst Fuchs begegnet dem 70-jährigen. Damals Aufbruch der Philosophen, der Dichter und Maler. Die Nouvelle Vague wurde geboren. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Salvador Dalí, Beckett, Cocteau, Jean Renoir. Der junge Fuchs und Paris. Ein Aufeinanderprallen geistiger Kräfte. Spurensuche, Jugenderinnerungen gepaart mit Altersansichten. Ernst Fuchs ist angekommen und der erste Satz an diesem Tag: Ich kann nicht leiden, wenn ich gedrängt werde. Die, die drängen, sind wir, in der Absicht, über diesen Lebensabschnitt, die wilden Jahre, ihn mit seiner Jugend zu konfrontieren. Er spürt unsere Neugierde auf dem Weg zu seinem damaligen Atelier. Dem Café Le Dôme. Das Café Le Dôme in der Avenue de la Bourdonnais verfügt über eine lange Geschichte. Hier verkehrten Beckett, Günter Grass, Salvador Dalí, Friedrich Hundertwasser und andere. Hier trafen sich Schauspieler, Produzenten, Galeristen, Menschen, die im Aufbruch waren, um ihren Weg zu finden. Gesichter treten aus dem Rahmen und lösen Erinnerungen aus. Der Ort überträgt seine Faszination auf ihn, Ernst Fuchs. Der Einstieg für unsere Arbeit ist gelungen. Er nimmt die Begegnungen an. Also, das ist ja eine nette Überraschung. So. Wissen Sie, mein Name ist Albrecht Dürer. Ich bin deutscher Maler. Das war das erste Kaffeehaus, das ich als Neuankommender in Paris kennengelernt habe durch die Greta Freist und den Gottfried Göbel. Zwei damals also auch schon in Paris sehr stark beheimatet. Die kamen vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs nach Paris und kannten Paris, wie man so sagt, wie ihre Westentasche. Und wohnten hier ganz in der Nähe und haben mich quasi unter ihre Fittiche genommen. Und naheliegend war natürlich, dass ich im Café du Dôme gelandet bin, wo alle Künstler verkehrt haben. Und dass ich seinen Ruf schon lange vor dem Krieg begründet hatte. Wie man ja sieht, es war der Treffpunkt fast aller Künstler
die damals in Montparnasse gewohnt haben, und das waren eigentlich alle. Diese erste Begegnung mit Paris war schwierig für mich, weil ich kein Wort Französisch gesprochen habe und war angewiesen auf Dolmetscher, also auf Menschen, die erstens mal Paris kannten und zweitens auch die notwendigen Kontakte hatten, um einen jungen Künstler mit dem Leben der Künstler hier irgendwie in Verbindung zu bringen. Und das war in erster Linie eben die Greta Freist, deren Atelier ich vergeblich gesucht habe. Den ganzen Häuserblock gibt es ja nicht mehr. Und der Gottfried Göbel. Beides ganz hervorragende Künstler, an die man sich ganz gewiss noch erinnern wird. Greta Freist, bei der habe ich also eine Zeit lang sozusagen geheim gewohnt. Denn ihre anderen Liebhaber durften es nicht wissen, dass ich da geheim wohne. Und das hat nur ganz kurz gedauert, denn ich war eigentlich hierher gekommen, um meine entschwundene Geliebte, nämlich die Mia Löblich, wiederzufinden, die ich kurz vorher noch in Strobe am Wolfgangsee gesehen habe, und plötzlich war sie weg. Sie hat mich, so wie ich das interpretiert habe, verlassen, ohne mir zu sagen, wohin. Also ich wusste schon nach Paris, aber hier habe ich sie nicht gefunden. Hier fand ich eben die Greta Freist. Das hat mich nicht wirklich getröstet, weil mein Herz hing an der Mia Löblich. Und das muss irgendwann im Sommer oder im Spätsommer 1948 gewesen sein. Bin dann zurückgekommen nach Wien. Durch meine ersten Kontakte hier habe ich also gesehen, dass meine Kunst doch, weil es noch Surrealisten gab, einen Kreis von Interessenten vorfinden würde. Und meine ersten Interpreten und Dolmetscher, das war die Manja Nussbaum zum Beispiel, die Greta Freist. Und der Jacques Damas, das fällt mir auch jetzt ein, der heute, ich glaube, der lebt noch, verlegerisch tätig war. Und der vorhatte, meinen Zyklus in Faksimile herauszubringen, die Metamorphose der Kreatur. Daraus ist natürlich nichts geworden. Alles scheiterte immer wieder am enormen Geldmangel. Das war eine fürchterlich schwere Zeit. Aber wenn man jung ist, denkt man an Schwierigkeiten nicht und sieht sie auch nicht. Ich habe damals überhaupt nicht begriffen, dass ich als deutscher Maler keinerlei Chancen habe. Weil die deutsche Kunst in Frankreich überhaupt spurlos geblieben ist. Man kannte natürlich so Namen wie Dürer oder Lukas Cranach, aber zum Beispiel deutsche Expressionisten, also das war völlig unbekannt. Und ist es im Grunde heute noch. Nicht wahr? Die deutsche Kunst, mit hartem T geschrieben, die deutsche Kunst ist in Frankreich unbekannt. Und auch unbekannt geblieben, obwohl man eigentlich annehmen müsste, dass eine Weltstadt wie Paris auch für diese Form der Kunst eine Nische haben müsste. Hat's aber nicht, bis heute nicht. Das ist mir erst sehr, sehr spät klar geworden. Denn sonst hätte ich mit meinen, sagen wir mal, neogotischen Einhornzyklus hier gar nicht weitergemacht. Das wäre mir andererseits ganz unmöglich gewesen. Ich war eben im Einhorn.